There we go. The mannequin. Start game. Warning, 16 plus. Plus was? This game has not yet been rated. It's intended for persons aged 16 or aged 16 or over. Okay, ich bin, glaub mir, ich bin 16. Headphones. I do have headphones, indeed. Ja, nee, WSAD ist in Ordnung. Danke. Phone Torch. Two Tails. What? Miles? Wie heißt der? Tails. Was? Ah. Oh. No problem. I'm still near funeral home. Yeah, darling. What the fuck? Yeah, it's understandable. It's dark in here. Musty as hell. Oh, gross. Face full of spiderwebs. Haha. Watch for those. I imagine the place is a complete state. Is it? No one. Okay. Yeah, just a bit. How long has this place been empty? Well, mom said since 58, but it doesn't think she ever lived in it. She refused to sell it. Never did say why. Okay. So it's been empty ever since. Must be worth a fortune, though. Surely a house this size in the heart of London. Well, that's why he's been there. It's to tidy up the place before he can get elevated. Ja, okay, wir haben ein Haus und das ist irgendwie, das gehört uns und das ist irgendwo in London. I guess I have to look around then. Gut. Ein altes Haus, gehört der Mutter und wir müssen jetzt dran aufräumen. Gut. Got it. Schöner Grafikstil, sieht sehr gezeichnet aus. Oder mit Wasserfarben gemalt, so ein bisschen. Gefällt mir. Oh no, boxes. How will I ever progress? Kim, schönen guten Morgen. Na, alles cool? Noch fit? Wieder fit? Schön, dass du deinen Weg zu uns gefunden hast. Die Taschenlampe, die macht's fast dunkler als alles andere. Okay. Aber wir hören Regen und keinen Static Noise. Oh wow. Wie zur Hölle? Der Regen tropft an die Fensterscheibe, aber doch ist irgendwas vor der Fensterscheibe. Ah, das sind Bretter wahrscheinlich, zugebrettert. Ja, okay. Got it. So, wir können nach oben. Ah, die sind nicht zugebrettert. Aber schönes Haus. Weder noch, aber ich muss aufstehen. Ach du Schande. An einem Sonntag? Bloody hell, this house really needs some TLC. Don't go chasing waterfalls. Oh God. What was that? Down a river, ich kenne Text nicht. Absolut gar nicht. Aber es war ein Witz. Weil die Band TLC heißt. Ha ha ha. Who needs door knob when you have... Oh. Never mind. Wie fucking hoch ist dieses Haus?
Oder ist das als Mehrfamilienhaus gedacht? Nur reicht. Es kann nur an Supermodels vermietet werden an das Haus, die auch hier durch diesen Spalt durchpassen. Hätte auch nie gedacht, dass ich deinen Stream mal zum Frühstück gucke. Hi! Guten Appetit! Horror Games zum Frühstück. Nice. Dark Room. Keep short. Welcome to the Dark Room. Spuderwebs haben wir hier auch. Alles schön abgedeckt. Ist aber auch mal so eine coole Erfahrung eigentlich, mal so ein Haus quasi so erkunden zu dürfen, nachdem Jahre und Jahrzehnte keiner drin war. Wobei ich das mal gemacht hatte, tatsächlich vor einem Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr. Mann, ey, jetzt habe ich jedes Mal den Dude im Kopf. Jetzt hast du jedes Mal den Dude? Den Dude? That's a sad looking mannequin. Kind of feel sorry for being broken and abandoned. Hello. I wonder if these parts on the floor belong to it. Komm her, oh. Pick up. Lass mich raten, wir bauen das Ding zusammen und dann passiert gar nichts damit, weil alles andere unrealistisch wäre. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das passiert. Aber okay. Wo geht das hin? Das ist richtig. Ach, das ist nur der Unterarm. Nee, das wäre ein bisschen sehr lang für den Oberarm. Komm, ich nehme den Kopf wieder mit, sonst eskaliert das gleich. Das ist kein Bug, das ist ein Vieh. Oh Gott. What the hell? Das ist ein Feature. Is that music? Is it coming from downstairs? Don't go chasing waterfalls. Und dann stellt sich fest, dass das Mannequin nur Musik machen will. Es ist ein gescheiterter Straßenkünstler, der die Straßen von London in den Jahren 1962 bis 64 mit seiner Musik bespaßt hat. Oh, okay. Allerdings. Cool. Allerdings war die Polizei nicht der gleichen Meinung und hat ihn mehrere Male festgenommen. Das hat unseren guten Mannequin-Freund so enttäuscht, dass er sich nach. Oh. Okay, that's a good picture. Könnt's bitte mehr weiter weg sein? Okay. Das gleiche Bild, okay? Nur eins reicht eigentlich, ne? Spiegel. Film. Oh, kann ich pick up? Nee, kann ich nicht. Ladies and gentlemen, we have tragic news to report here tonight. A London family has been found murdered in their own home. No. At present, it remains quite unclear as to what has
transpired, but police assure us that they will leave no stone unturned in this investigation. Entschuldigung. Meine Nachbarn freuen sich. 6 Uhr morgens, erstmal ein bisschen in die Kazoo reingeblasen. Ah, ein alter Monet. Ja, kennt man, ne? Wir nennen das Reis auf grauem Untergrund. Sehr nah rangezoomt. Von Jean-Pierre Monet. Klassiker. Locked, locked. Hast sie auch hängen, ne? Ist halt so ein, ne, allseits bekanntes Stück. Ist alles locked. Well, shit. Ah, das ist die große Fassung. Mehr Reis auf anderem grauen Untergrund. Nicht ganz so hart rangezoomt. Von Jean-Pierre Monet. Okay, irgendwie komme ich hier nicht weiter, glaube ich. Aber wo sonst, ne? So funktioniert kein Radio. Aber okay. Oh. Nee, auch zu. The fuck? Warum ist alles locked? Kein Schlüssel. Auch keiner. Ja, so langsam gehen mir die Ideen aus. Ich glaube, hier ist nichts. Ich kann das auch nicht mitnehmen, den Brieföffner, oder? Nee. Ah. Wow, it's a newspaper from 85. A family was murdered in its house. Oh my god, they never found a little girl. Oh my god, her name was Maria. Maria Anakin. Shit. Mehr Elefanten. Oh mein Gott, überall Elefanten. Töre. Well, this is a story all about how my life got twisted up. Okay. Aber die Mucke ist noch da. Hey, all you sexy cats out there, how you doing? Having a groovy night? Sure hope so. Are you ready to swing your hips with the daddy-os? And, Lisa, die Freiheit nehme ich dir. Oh, die Lisa. Kann es so tot wie diese? The fuck? Oh. Nee, doch nix. Bull. Pull? More like pull shit. Pull shit. Irgendwie nicht so wirklich.
The fuck geht mit dem Lighting ab? Oh, wir haben übrigens ja auch von alleine fluoreszierende Fußleisten eingebaut. Sehr stromverbrauchend. Sieht aber cool aus. Ich habe doch eben im Raum auch irgendwas gefunden. Ich bin ein Vampir, Chat. Ich habe kein Spiegelbild. Ja, ich kann nicht wirklich was machen hier drin. Okay. Nö. Gut. Good shit. Wobei ich in dem Raum eben auch was gefunden habe und dann... Ah, ist noch ein Raum, der offen ist jetzt. Oder anders ist. This stuff wasn't here earlier. Can it be the same house, surely? Ich glaube, du hast zwei zu viel Spinnenweben eingeatmet. Du bist gerade high wie Sau. Nö, nix so wirklich. Ah, die Blallschatte hängt. Arra, arra. Record Scratch. Bzzzt. Diesen Sommer ist Ben Stiller auf einem ganz besonderen Abenteuer. Bzzzt. Flick. Ja, kann ich die Schallplatte irgendwie da anmachen? Nee, mach's von vorne. Oh. Tom Tucker, der Tacker. Oh. Yeah. Dance. Oh, shake a leg, baby. Won't you shake a leg with me? Mit der Osterinselstatue und diesem Elefantenbecher ohne Ohren. Oh yeah. Oh yeah. Baby, magst du heute Abend nicht rüberkommen? Und wenn wir das Tanzband schwingen? Yeah. Wir hören ein bisschen Barry Manilow. Wir kriegen uns was? Reiben uns ein bisschen mit Erdnussbutter ein. Es ist ganz normal. Es wird dir auch gefallen. Glaub mir. Und wenn nicht, bist du halt dumm. Mhm. Komischer Song. Da hatte ich anders in Erinnerung. Oh yeah. Bin gleich da. Yeah. Bring die Erdnussmutter mit. Butter mit. Bring die Erdnussmutter. Oh, Waldmeister-Sirup. Dann reibst du dich mit Waldmeister-Sirup ein und ich mit Erdnussbutter.
Die Kombination kann nur göttlich sein. Okay, ich glaube, hier ist auch nichts zu machen, oder? Oh, zumindest hat er die Briefe weggeräumt. Sehr nett von dir. Delicious. Vielleicht sogar Fergilicious. Ja. Well. Rip this guy. Der hat sein Tanzbein ein bisschen zu hart geschwungen. Und der hat sich auch mit Ahornsirup eingerieben. Oh. Rip Türgriff. Großer Fehler. Jetzt bin ich mal derjenige, der die Sounds macht. Ja. The Milf Money? Oh. Schrei doch nicht so. Ey, chill mal, Tante. Chill mal. Oh, wir können in die Freiheit gehen. Yay. Oh no. Hi. Well, that escalated quickly. Aw. Hey, Mom. Daddy. Oh, Jesus. Playing with camera. Come on, Linton. There's a lot to do. All right. Just take a photo of your favorite girls and don't you think you can sweet talk your way out of this one, mister? Put down the thing and what the hell's going on? Hello, can you hear me? Boah, das wäre doch ein geiles Horrorspiel, indem man dann einfach selber das Monster ist, ohne es zu wissen. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ne? Hound ist einfach irgendein Dude. Und versuchst quasi so eine Mysterie aufzudecken, zum Beispiel in seinem Haus und hebst halt Dinge auf und so weiter. Und dann merkst du aber dann später hinterher, dass du Dinge, die du aufgehoben hast, für ihn in der Realität halt irgendwie einfach verschwinden und vielleicht sowas. Voll der Plot ist. Warte, ich rufe M. Night Shyamalan. Ich weiß nicht, was sein Nachname ausspricht. M. Ich rufe M an. Der macht das. Der macht eh keine guten Filme mehr. Der kann auch schlechte Videospiele machen. Wack, wack, wow. Oh. Is it... This kind of dark... A literal dark room. Ich dachte schon... PC. Kannst du auch das Alpha B? Canister, Projector, Wait, okay. Canister. Examine. Oh, sorry. Ja. Macht Licht wie Sau, das Ding. Muss ich ja selber jetzt irgendwas machen? Canister, Projector, Weight, Photo Paper, Chemical. Ja, würde ich gerne, aber irgendwie.
Stift. Aber irgendwie da wie da nicht. Zumindest weiß ich nicht wie. Ist der Vater vielleicht ein bisschen durchgedreht und hat die ganze Familie vielleicht irgendwie angefangen zu fotografieren und naja, komisch. Jetzt habe ich schon eine ganze Story in meinem Kopf. Ei. Lad der Unity runter, Feuer frei. Ich steuere die Musik dazu bei und mache schlechtes Voice Acting. Dieser Stift lag aber eben nicht hier. Das ist ja seltsam. Ich hoffe, hier spukt kein Geist. Ja, ich weiß, du willst mich einstellen. Sachsen, okay, du brauchst es gar nicht sagen. Ich weiß, dass du mich einstellen willst. Warum wächst das Ganze durch die Wand? Wortwörtlich. Ach, das soll Efeu sein, dass hier entlang wächst. Okay, gut. Wenn ich programmieren kann. Ja, so ein bisschen Java. Oder C-Sharp. Wenn ich die IT-Crowd Lizenz habe und da ein Spiel mache, dann frage ich dich nach dem Synchronsprecher. Nice. Machen wir so. Ja, und jetzt? Ich glaube, ich soll jetzt dran irgendwas machen, aber ich weiß gerade nicht was. Ich kann die halt nicht mitnehmen. Oh, oh, oh Gott. Also dann frag ich dich, ob du da wen synchronisieren kannst. Aber wer das ist, sag ich nicht. Den zweiten Schreibtischstuhl von links. Bitte. Ich kann die Ball nicht pick-upen. Ich kann nur das pick-upen nennen. Ich bin ein wenig überfragt, was ich gerade tun soll. Weil da steht ja eigentlich eine Anleitung. Kanister. Aber welcher Kanister? Ich kann keinen Kanister aufheben. Ich kann die angucken. Okay, ich kann sie alle aufheben, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Oh Gott. Vielleicht muss ich doch nichts hier machen. Jetzt müsste man wissen, wie man Foros entwickelt. Hauptmann, das geht eigentlich gar nicht. Also, im Spiel. Fotos gibt's gar nicht. Das ist alles Government Conspiracy. Genau wie die Mondlandung. Und Obama, der ist sowieso, der ist halb Echse. Und halb Trojaner. What? Nicht Trojaner. Wie heißen die? Halb Mensch, halb Pferd, Zentauren. Trojaner, fast das gleiche. Nö, hier ist wieder zu. Oh, ich kann rennen ein bisschen. Foro, wenn auch für irgendwelche Fantasy-Viecher. Die bestimmt Foros. Oder der Name für eine Frisur. Ein Forohila.
ist, wenn du die Haare vorne rot färbst, aber hinten lang hast. Hast du einen Fohohila. Gut. Uff, ich weiß. Ja, Chat, ich bin jetzt hier so ein bisschen aufgeschmissen, muss ich sagen. Ich glaube, in den Räumen hier kann ich immer nichts machen. Hier ist halt... Vorne, genau. Vielleicht muss das nicht in dem Fotoraum sein. Ja, das dachte ich mir auch schon. Allerdings ist auch in den anderen Räumen nicht ganz so klar, wo ich was machen kann. Weil ich glaube, keiner der anderen jetzt auch irgendwie so aktiv ist. Ich glaube, nur die Räume, wo halt, ich sag mal, der 1950 Stand quasi gerade drin ist. Nur mit denen kann ich auch, oder in denen kann ich irgendwas machen. Ich gehe da mal, ich demnächst bin. Es wird Zeit. Es ist 6 Uhr morgens, es ist 5 Uhr morgens, aber es ist 6 Uhr morgens. Und das ist bitter. Nö, also ich bin ein bisschen aufgeschmissen. What am I supposed to do? I have not a single clue. Ich würde fast wetten, dass es hier drin ist. Weil alle anderen. Und vor allem, du hast halt unten das Bild-Dings hier gefunden. Das. Das konnte ich aufheben. Kann ich das irgendwo reinwerfen? Canister, Projector, Weight, Photo Paper, Chemical A, Weight, Remove, Finished Photo. Canister? Ja, ich müsste erstmal. Oh! Okay. Ja, ich habe ein Bild. Nice. Ist nicht sehr gut geworden, das Bild, aber ich habe ein Bild. Chat, guck mal. Das könnte auch so ein Jean-Pierre Monet sein. Das heißt, graue Masse, die wo ist ohne Reiskörner und so. Mhm, ja, nee, ist. Es ist irgendwann der Punkt im Stream angekommen, wo ich mir denke, lass den Mund einfach zu. Ach, das muss ich jetzt entwickeln. Ah. Das macht natürlich auch Sinn, dass das der erste Schritt war und noch gar nicht fertig. Weil ich habe mich gerade gewundert, warum ist der ganze Fotomachprozess quasi beschrieben, wenn das quasi durch die Maschine automatisch passiert. You're right. You are right, mate. Pom 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 pom. Jetzt aber. Some spooks. Yo, that's cute. Good afternoon, Will. Okay.
Please do not put the feet on the chairs. Do remember to courtesy wherever you see us. I do declare Lady Sophie is really, okay. How kind of you to have you over here for tea. Hi, tea. What fine dress that suit, so glamorous. I dare say I was created by a dressmaker of incredible talent and taste. Mhm. Also die hatten hier anscheinend einen ziemlich hoch angesehenen, wie sagt man denn, Schneiderei. Hi. Okay. Mhm. Mhm. Bollywood-Filme sind so strange, ey. Gut. Das war ein sehr abruptes Ende. Nun. Ich würde sagen, damit können wir den Indie-Samstag getrost zum Ende kommen lassen.